Servus Leute, willkommen zurück bei Warcraft 2 Tides of Darkness, die Battle.net Edition. Wir haben das letzte Mal Mission 12 der Orks abgeschlossen, heute kommt Mission 13. Müsste die vorletzte Mission sein der Kampagne. Schauen wir mal. Ja, Mission 13 ist erledigt, genau. 12. Können wir ja alles ein bisschen überspringen, das haben wir ja schon gesehen in der letzten Folge. 13, die Belagerung von Dalaran. Schon bereitstehen, um nun auch die Hauptstadt von Lordaeron einzunehmen. Wachsam steht über der Ebene die violette Zitadelle von Dalaran. Gleichsam wie ein Zeichen der Götterdämmerung. Die Zitadelle, die als Heiligtum für die Magier von Lordaeron dient, ist die letzte Barriere zwischen den Orks und ihrem großen Ziel, der Unterjochung der Menschheit. Zerstöre die Zitadelle und brich dadurch die magischen Kräfte der feindlichen Zauberer. Zum Glück hat Orgrim Doomhammer, der Oberbefehlshaber der Horde, seine schrecklichste Waffe bis zu diesem entscheidenden Moment aufgehoben. Die Drachen! Okay. Gut, dann werden wir mal Dalaran zerstören. Was wollen die nun? Ich hab was. Wir warten! Ja, Chef! Ihr geht mal ein Stück zurück, weil euch kann ich da vorne nicht gebrauchen. Was wollen die nun? Ja. Meister, alles klar. Lass dir mal vorfahren, der hat die meiste Sicht. Also, wir müssen jetzt erstmal eine Goldmine hier suchen, weil hier können wir ja nicht bauen, da wo wir jetzt sind. Das kannst du knicken. Dann mal gucken, wo wir hin müssen. Ich ziehe mal immer mal wieder hinterher. Gut. Also, die vorletzte Mission. Leute, jetzt wird es langsam richtig lustig. Keine Ahnung, wo ich hin muss, so wie es aussieht. Oh. Müssen wir ganz nach unten marschieren. Meister. Ja, Meister. Okay. Dann auf geht's. Alles klar. Die Frage ist, soll ich die gleich hinterherziehen? Oh, hier wird auf jeden Fall mal grüner. Schauen wir mal. Wald. Gold. Ja, da sind auf jeden Fall Gegner. Jetzt gucken wir mal. Also eine gegnerische Basis scheint hier keine zu sein. Gehen wir mal hier noch schön die nähere Umgebung gucken. Ich glaube, viel weiter vor will ich gar nicht gehen. So, geh mal hier runter. Geh mal da unten ins Eck. Und ihr geht mal dahin. So Leute, dann werden wir mal loslegen. Ich hoffe, bei euch ist alles gut soweit. Ich werde jetzt hier mal langsam mit dem Dorf anfangen. Diese scheiß Schafe. Viel näher können wir leider nicht. Bauen wir da hinten gleich ein Sägewerk. Bauen hier gleich mal einen Hof. Ich weiß halt absolut nicht, mit was ich es zu tun bekomme. Ich weiß, ich habe von damals noch in Erinnerung, dass die Drachen gar nicht so toll waren.
Weil die relativ anfällig sind gegen Wachtürme und so weiter. Erledigt. Wow. Mensch, der Aktualisierung. Du auch. Im Prinzip brauchen wir jetzt eigentlich erstmal Holz, um Höfe zu bauen. Kommen wir gar nicht vorwärts. Schauen, Knaller. Ja, dann schauen wir mal. Gerade am Überlegen. Machen wir da gleich mal einen zweiten hin. Also vom Bauplatz her. Müssen wir eigentlich hier hoch, weil da ist Platz. Hier ist eher weniger Platz. Viel Holz haben wir nicht da. Da haben wir auch Holz, dann einen dritten Hof bauen. Also der Start hier ist relativ zäh, sehe ich gerade. Ja. Erstmal Höfe bauen müssen, erstmal gucken müssen, dass wir dann genug Material haben, um überhaupt Peons bauen zu können. Brauchen wir auch Gold. Ohne Gold geht's gar nicht weiter. Was kostet denn der? 500 oder was? Ich baue hier unten alles voll mit Höfen, ist mir scheißegal. Mach jetzt den Baum weg. Lass mal um die Goldmine rum ein bisschen freilegen. Ja, ihr seht, also der Start ist relativ zäh. Wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal hier für Ressourcen sorgen, müssen erstmal genug Höfe haben, dass wir dann neue Peons bauen können. Und wenn wir neue Peons haben, dass wir dann die Gold- und Holzproduktion auf Vordermann bringen. Dass wir dann relativ zügig Gruppen bauen können. Weil ich weiß nicht, ob mich irgendwann irgendwelche Angriffe erwarten oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich mache jetzt das weg. Ja, dann holen wir uns den einen Goldholer, bauen gleich den nächsten Hof. Den bauen wir dahin. Sieht ja schon lustig aus, wenn wir so eine Schlange aus Höfen bauen, ne? Danach kann ich dann auch die ersten Peons bauen. Ja, jetzt haben wir die Goldmine gleich freigelegt. Soweit. So, dann gehst du jetzt. Ja, du baust. Wir bauen gleich noch einen Hof. So, und wenn wir jetzt 400 Gold haben, dann fangen wir an, Peons zu bauen. Der eine Hof mehr macht schon einen Unterschied. Dann gehe ich mal einen Schritt weiter da hoch. So. So. Ich ziehe jetzt hier gleich ab, weil das ist scheiße. Da weitermachen. So, jetzt fangen wir an, hier mal ein bisschen Gas zu geben. Also bisher sind wir nicht groß angegriffen worden. Das ist gut so. Wenn ich überlege, das letzte Level mit der Seestreitmacht, wo ich da die ganze Zeit Schiffe abwehren musste, um überhaupt vorwärts zu kommen, ist das hier jetzt im Moment auf jeden Fall mal ruhiger. Und du gehst darüber. Baust hier mal Holz. Wir haben jetzt 5 Goldholer. Machen wir noch einen 6. Also 5 Holzhacker sollten wir schon haben. So, wir brauchen den nächsten Hof. Machen wir da gerade weiter die Schlange. Ja gut, ich habe jetzt auch schon einen Haufen Einheiten, deswegen ist klar, dass ich jetzt schon 25 Nahrung verbrauche. Ja, bau du mal das weg, das ist gut. Das ist weniger stört. So, dann bauen wir hier oben mal eine Kaserne hin. Fertig zur Arbeit. Gold läuft jetzt mal soweit. Holz, bauen wir noch einen. Baue ich jetzt mal das da ab. Und du baust da ab. So, jetzt haben wir 5 Holzhacker. Gold läuft auch. Kaserne läuft. Bauen wir hier eine Schmiede hin.
Dass wir da eine Hochburg machen können. Machen wir erst die Hochburg, warten auf Holz. Derzeit. Also auf dem braunen, auf dem Dirt, sage ich jetzt mal, kann man nicht bauen. Geht nicht. Ja, die Holzhacker hauen jetzt mal hier schön frei. Sehr gut. So, du kannst jetzt die Schmiede bauen. Also ich weiß, dass... Ich weiß dadurch, dass wir jetzt die Dinge haben, die Drachen bauen könnten, hat der Gegner hundertprozentig das Gegenstück und das sind die Greifenreiter. Und für die Greifenreiter brauchen wir auf jeden Fall bessere... Werfer. Das weiß ich safe. Wasser bauen wir erstmal gar nichts. Weil das bringt mir nichts gerade. Ganz direkt hier Ogerstall. Und das kostet alles Gold. Die Weitsicht ist gut. Mehr Sicht ist immer gut. Es ist halt wirklich hier baumäßig einfach kacke. Ich meine, wir können nachher hier hinten noch Höfe bauen und so. Da gibt es ja dann Platz. Aber jetzt im Moment optimal ist das nicht. Ich weiß nicht, ob ich mit Grundsand klarkomme hier in dem Level. Keine Ahnung. Ich glaube es jetzt eher mal nicht. Weil nachdem der hier gesagt hat, er mag ja Hochburg, habe ich so das Gefühl, dass wir nachher echt Probleme bekommen mit den scheiß Magiern. Ja, Meister. Dann hauen wir gleich eine Festung raus. Da haben wir eh kein Öl mehr. Dann gleich den nächsten Hof noch bauen. Ein Flieger, dass wir mal ein bisschen erkunden können hier. So, läuft, läuft, läuft. Und du mal hierher. Also jetzt Holz hat's hier. Okay. Da ist jetzt kein großes Hindernis. Hier drüben ist kein Gegner mehr. Und auch kein Weg. Das heißt, da können wir einfach nachher Gold abbauen. So wie es aussieht. Und da geht's Richtung Gegner. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Ah, so eine Arschbanane, das ist... Okay, dann werden wir mal die Mitte freihauen. Der erste Angriff war beschissen. Dezent beschissen. Goldtechnisch sieht's gut aus. Was du jetzt machst, du gehst hier hin. Baust hier direkt eine Kaserne hin. Hier bauen wir ein neues Sägewerk. Weil, also holztechnisch, du gehst gleich mal mit hier rüber. Bereit, Meister, aber ich nicht. So, Festung steht.
Heißt, wir können jetzt, ja, wir können jetzt einen Drachenhorst bauen. So. Schwierig hier, weil ich muss jetzt echt gucken, wie mache ich das am geschicktesten. Das ist klar, die brauche ich eigentlich. Brauche ich die? Brauche ich eigentlich weniger. Die bauen wir auf jeden Fall mal, also den Horst. So, du bist fertig. Du baust jetzt hier mal auf jeden Fall Wachtürme, zwei Stück. Dahinter. Dass du mal ein bisschen Verteidigung bekommen. So, jetzt haben wir da 5. Du gehst jetzt Gold holen. Ein Drache kostet 2.500 Gold. Wir sind so weit, Meister. Und der immer von da oben, oder was? Legen wir mal ganz da hoch. Mal aus dem Wasser entlang. Schauen uns das mal an, was hier abgeht. Okay, also die sind nervig. Und vor allem auch sehr komisch. Was wollen wir? Können wir die hier rüber schicken? Schiffer da auch. Gleich mal weiter erforschen. Geh ich jetzt gleich mal hier rüber. Baue ich da gleich mal ein Haupthaus hin. Und die ersten zwei Türme weghauen. Also die haben wir jetzt mit unseren Kobolden geplättet. Gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit hier rumgeht. Also so großartig groß ist es gar nicht, gell? Bis jetzt. Wir können das natürlich auch so machen. Okay. Das sieht ja schon anders aus. So, jetzt machen wir Gruppen. Wir sind so weit, Meister. Schauen wir uns das Ganze mal an hier. Ja, wird gemacht. So. Ja, Meister. Ja, Meister. Wird gemacht. Ja, Meister. Ja, Meister. So, so ganz langsam vorkämpfen. Ihr Jungs könnt darüber. Jo, so läuft doch das schon mal. Mal den ersten Raum öffnen. Wo jetzt der Bogenschütze herkam, das
Kann ich nicht sagen. Okay. Sie bleiben uns Mitgemacht. Ja. 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 Rückzug. Also es ist für mich jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil ich muss jetzt erstmal gucken, wie und wo ich da am besten durchkomme. Wir müssen uns geschwind hier absichern. Also wird es nichts. Heftig. Also die Verteidigung von ihm ist eigentlich, naja. Ist jetzt so besonders, muss ich sagen. Ich hätte mir schlimmer vorgestellt. Aber. Bauernhöfe. Aber so. Deswegen müssen wir hier die Grunddinger zumindest mal schützen. Hier sind wir abgesichert durch die. Die bleiben hier. Können wir hier neue Katapulte bauen. Stütz auch Gold bauen. Dann machen wir euch Gruppe 2. Weißt du, aber eigentlich müsste man ja ausbluten lassen können. Ich muss jetzt mal hier die Reihe erkunden. Und mal sehen, mit was haben wir es hier zu tun. Also er hat einen Haufen Wachtürme. Was er zum Beispiel fast gar nicht hat, ist Elfenkrieger und Soldaten. Aber die Wachtürme hier, die sind für meine... Jetzt kommt er mit Magiern oder was? Die regenerieren sich ja langsam. Ihr Befehl, Meister. 3. Und ihr seid jetzt auch die wichtigsten. Meister, aber sicher. Wir sind soweit, Meister. Hi. Hi. Was wollen die nun? Ja, Meister. Sie reiben uns an. Sicher. Was wollen die nun? In Ordnung. Gut. Okay. Ja,
Ordnung. Ja, Meister, wie immer. Bitte. Was mit Ordnung, Freunde? Okay. Die Heilmeister. Was haben wir hier? Okay, okay. Sie machen unsere Stadt kaputt. Ja. Was haben wir hier? So. Es war der erste Angriff. Und Gold hängt zur Mitte. Da stehen 4 Marke. Puh, also wie gesagt, Leute, ihr merkt, ich bin schon wieder ein bisschen stiller wie sonst. Es liegt aber daran, dass ich echt hier, so wie die letzten Runden eigentlich immer, mich konzentrieren muss. Weil der hat hier echt einiges an Armee stehen. Mit purer Drachengewalt. Ne. Keine Chance. Na ja, toll, jawohl. Wir sind soweit, Meister. Glaube ich nicht, dass das klappt. Bauen wir mal ein paar. Ich meine, wir können hier auch einen Hafen bauen. Könnten wir auch probieren. Nebenher. Und dann mit dem Kampfpartier ein bisschen aufhören. Ihr Befehl, Meister. Was wollen die tun? In Ordnung, okay. Also diese Greifen, die sind ein großes Problem für mich. Ich meine, ich glaube, goldtechnisch bin ich ihm wahrscheinlich überlegen. Aber alles andere könnte eng werden. Weil ich ehrlicherweise auch noch nicht genau weiß, wie ich da am besten durchkomme. Also ich versuche jetzt mal noch einen Hafen hier zu integrieren. Dass wir noch ein bisschen von See aus unterstützen können. Hier unten bauen wir kleine Yoga-Magier, weil das Thema ist. Die hier, die sind für mich echt scheiße, weil das sind Magier Stufe 6. Und die können im Endeffekt mal kurz Wir sind soweit, Meister. Wir könnten mal geschwind einige. Die halten nicht viel aus. Wie viel Öl haben wir denn? Genug. Was schifftechnisch hat er eigentlich nicht viel. Was wollen Sie nun? Ja, das ist halt wirklich auch das Problem, tatsächlich, die Greifenreiter. Erledigt, Daten! Daten! Jetzt fahren sie nämlich darüber. Schon ein bisschen kürzerer Weg. Ich habe das auch gar nicht in Betracht gezogen, hier mit Schiffen zu spielen. Und hier steht meine kleine Armee. 6.000, 8.000. Also ich habe dann noch ungefähr 30.000 Gold.
Darin kostet einer 2.500. Es sich lohnt. Die Frage ist, wie komme ich gegen die Wichser hier klar? Weil die Marker, die ballern mir halt meine Tippis geschützt weg. Deswegen lieber, würde ich jetzt einfach mal behaupten, lieber ein paar Kampfpötte bauen. Noch einen Flieger raushauen. Und dann mit den Kampfpötten versuchen, hier so ein bisschen wegzuräumen. Weil die Kanonentürme, die machen meinen Drachen nichts. Das könnte vielleicht gar nicht so blöd sein. Die Taktik. Dass wir jetzt ein paar Kampfpötte raushauen. Weil klar, die Greifenreiter können meine Kampfpötte angreifen. Logischerweise. Aber wenn ich jetzt 7 oder 8 Kampfpötte da hochfahre und hier ein bisschen wegräumen, außenrum. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Ja, der hat jetzt kein Geld mehr. Und ich weiß, dass der weiterhin die Dinger rausballert. Die Greifenreiter. Und die kosten ihn halt richtig Asche. Und das könnte gut für mich sein. Weil der soll jetzt sein Gold verballern. Ich verteidige mich nur. So lang. Und warte, bis er dann nichts mehr hat. Groß. So war es ja im letzten Level auch. Da war er ja irgendwann leer. Und dann habe ich ihm gegeben. Und der eine Gegner, der war ja dann nachher komplett leer. Da konnte er ja nicht mal mehr reparieren. Gar nichts. Der hat kein Gold mehr gehabt. Aber ich sag ja, ich meine, klar, ich kann jetzt auch nicht mehr viel machen. Ich habe noch 22.000 Gold. Der hat halt 7 Greifenreiter da rumrennen. Jeden Greifenreiter, den er jetzt verliert und nachbaut, kostet ihn richtig. Und mach du nur deine scheiß Greifenreiter. Ist gut, mach das. Passt. Mach nur. Oh ja, alles gut. So Leute, weil jetzt kriegt er nämlich hier ein bisschen aufs Fressbrett. Damit rechnet er nämlich nicht. Greif doch den Scheißturm an. So, mein Freund. Jetzt krieg ich hier ein bisschen. Komm nur. Ich merke, du bist echt dumm. Also die KI ist... Ja gut, es ist ein altes Spiel. Was wir jetzt machen ist... Fahren jetzt hier ein bisschen außen rum. Räumen ein bisschen frei, was frei geht. Um einfach ein bisschen dafür zu sorgen, dass es für meine Landtruppen nachher einfacher wird.
Du bist der Captain. Sowas von dumm. Scheiße. Ich meine, ach da. Ich weiß ja nicht, was du forschst. Ah, da komme ich so leider nicht hin. Gut, weiter. Ach Gott, das macht mir gerade richtig Spaß, Leute. Ihr glaubt es gar nicht. Weil die Taktik, das so zu machen, ist gut. Weil im Endeffekt... Ja, geht einfach darüber, scheißegal. Bringt mir nachher die Möglichkeit, der mit seiner Scheißmarke, das geht einem so auf den Sack, die haben aber auch eine Reichweite. Ist echt pervers. Zurück, zurück, zurück. Sehr gut. Wenn wir nämlich jetzt hier alle Türme wegräumen, die mich stören, schon mal grob, zumindest die meisten, dann kann ich hier nachher einfach durchmarschieren. Jetzt hat er meine Seestreitmacht aufgehalten. Aber wenn ich jetzt gucke, was der noch hat, mal abgesehen von seinen drei Greifenvögel. Alles hoch. Ich glaube, das könnte es werden. Ich habe jetzt schon wieder auch wieder eine Stunde Aufnahmezeit. Ich weiß, ich bin sehr still. Es liegt an meiner Konzentration heute. Aber jetzt könnte ich eigentlich schon fast sagen, dass ich ihn schon fast habe. Am Arsch. So. Direkt Schluss verklatschen ist natürlich nicht das Schlechteste. Und? Ja, ja, deine Greifenreiter lassen nach, ja? Scheiße. Blöd, ja? Oh, reparier du nur deinen Scheiß.
So viel hat er schon gar nicht mehr, gell? Oh, Freunde, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich gerade innerlich freue, weil ich glaube, ich habe mal am Arsch. Und das auf Anhieb. Ich habe echt damit gerechnet, dass ich euch zwei Teile zeigen muss. Ein Teil, wo ich euch versagt, wo ich tatsächlich verkacke. Weil ich mich erinnere an das Level. Ich bin schon so weit gekommen, aber als Jugendlicher oder als junger Kerl. Aber ich habe das Level nie geschafft. Und ich habe so das Gefühl, als junger Erwachsener oder als Erwachsener ist es dann doch einfacher, manche Sachen. Als früher. Also in der Holztypis, die stehen auch nur noch rum. Jetzt fahren wir nach links. Räumen erstmal links weg. Dann rechts. Können wir auch bald einsetzen. Die nehmen wir dann für den Seescheiß hier. Weil da hat er ja nicht mehr viel. Und was wir jetzt auch machen können, ihr kommt jetzt hier hoch. Euch brauche ich nämlich jetzt da oben. Für die Greifen. Sind zwar nicht mehr viel, aber sie sind noch da. Wir haben da oben auch noch zwei Marke. Muss man ein bisschen drauf aufpassen. Dass wenn die kommen, dass wir die dann direkt umhauen. Ja Leute, also ich muss sagen, die letzten Folgen jetzt von der Kampagne, die ziehen sich dann doch einiges länger. Also scheinbar hat er aufgegeben oder ich weiß es nicht. Weil da kommt ja gar nichts mehr. Im Prinzip schaut er zu. Tja, und jetzt? Deine Marker sind jetzt auch platt. Gruppe 1 hoch. Mehr du Penner. Ja, Meister. Was ist da noch? Ah. Sehr gut. Oh, Leute, ich bin so stolz auf mich selber. Das ist unglaublich. Ich komme gerade richtig, richtig glücklich vor. Weil ich es echt schaffe. Wenn ich überlege, wie lange ich hier rumgemacht habe als Jugendlicher oder als junger Kerl. Und immer wieder gescheitert bin. Und jetzt kommt mir so vor, als hätte ich noch nie was anderes gemacht. Da haben wir noch ein paar Türmchen. Hauen wir den einen gleich mal weg. Den da oben auch. So. Okay, in Ordnung.
gemacht! Dick gemacht! Aber sicher! Kein Fun. Was wollen wir denn? In Ordnung, du bist aber sicher. Du bist aber okay. Was wollen wir nun? Türme weghauen. Boah, ist das geil, Leute, echt. Ich bin gerade so euphorisch innerlich. Das kann ich gar nicht beschreiben. Wie gesagt, als junger Kerl habe ich das Spiel gespielt. Auf meinem damals noch 486er sogar, glaube ich, war es. DX90. Oder auf dem Pentium 100 dann später, den ich von meinem Bruder bekommen habe, habe ich das so oft probiert, dieses Scheiß-Level. Und jedes Mal bin ich in dem Level hier gescheitert. Und jetzt? Tja, geil. Seht ihr mal, wie kacke die Drachen sind. Die sind nämlich richtig scheiße. Ich brauche schon 3 Stunden, um es kaputt zu machen. Ah, Leute, ich hab's geschafft. Dalaran ist zerstört. Ja. Da ist nämlich noch sogar ein Unterseeboot, ey. So, das dürfte der letzte sein, hoffe ich. Sieg. Ich hab's echt geschafft. Boah, ist das geil, Leute. Ohne Witz. Ihr glaubt gar nicht, wie ich mich freue. Ich sag ja, das ist das allererste Mal in meinem Leben, dass ich das Level geschafft habe. Also ich bin ganz schön am Schwitzen, muss ich sagen. Und ich war auch, glaube ich, sprechtechnisch echt schwach in der Folge. Aber ich habe mich so konzentriert jetzt. Ich sage ja, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass ich das jetzt gepackt habe nach so langer Zeit. Also Leute, ich bedanke mich fürs Reinschalten. In der nächsten Folge das letzte Level der Orks-Kampagne. Da bin ich dann echt mal gespannt, ob ich es schaffe oder ob ich abkacke, weil, wie gesagt, ich kenne das Level noch nicht. Ich weiß nur ungefähr, was da abgeht. Also ich weiß, dass man da am Anfang relativ Gas geben muss, was ja eigentlich nicht so meine Stärke ist. Ich brauche immer ein bisschen am Anfang, bis ich dann drin bin. Ja, schauen wir mal, ob es klappt oder nicht. Dann, wie gesagt, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da und wir sehen uns in dem nächsten Video bei mir. Bye, bye.